Na ihr? Ich habe mir heute für meinen Kanal überlegt, dass ich anfangen möchte, eine App Store Check-Reihe zu machen. Einfach aus dem Grund, da ich persönlich jeden Tag in den App Store reingucke, ob es irgendwelche neuen Spiele gibt oder was weiß ich. Und ja, ihr kennt es ja mehr oder weniger, nehme ich an, hat manchmal Langeweile, sitzt beim Arzt oder hat eine lange Autofahrt oder Zugfahrt. Und man hat einfach nichts Schönes auf dem Handy zum Spielen. Und deswegen gucke ich immer mal regelmäßig die Top-Charts durch. Und bei Kauft, Gratis und Umsatzstärke habe ich gesehen, dass es derzeitig einfach nichts Schönes, Neues, Tolles gibt. Und darum habe ich mir überlegt, dass ich euch heute ein Spiel vorstelle, was ich bereits schon circa ein Vierteljahr auf dem Handy habe. Und zwar ist das Redungeon. Ganz schön. Redungeon. Und das ist es. Ja, wir sehen hier schon, es ist ein bisschen auf Oldschool gehalten, wie früher die schönen geilen Spiele überhaupt waren. Wir haben hier Endless Dungeon, Hardcore Gameplay, Special Abilities, Unlockable Characters und Death is Inevitable. Ihr seht schon anhand der Bilder, es ist schon vielversprechend aus. Das habe ich mir damals auch gedacht, als ich es mir runtergeladen habe. Ich dachte, das könnte Spaß machen. Habe es mir dann auch runtergeladen und wir gucken jetzt einfach mal noch, was wir hier so finden. Wir haben endlose zufällige Dungeon, mehrere Fallen drin, komplexe Fallen, extra designed, um mich zu stoppen. Freischaltbarer Charakter mit verschiedenen Gaming-Skills. Fähigkeiten. Ah. Haufen hier Döns drin. Das Spiel ist rausgekommen am 10.08.2016. Kommt es hin? Ja, könnte sein. Und ja, es ist von Nightrome. Wurde am 10.08. aktualisiert. Version 1.2 hat 48 MB, ist also nicht sehr groß, nicht speicherlastig. Familienfreigabe, ja. Bla bla, Sprache Englisch. Brauchen wir nicht. In-App-Käufe. Wir können verschiedene Truhen kaufen. Wir haben die Medium Chest of Coins für 2,99, die Small Chest of Coins 1,99, Big Chest und die Entfernung von Werbung. Braucht man jetzt nicht alles unbedingt, habe ich auch nicht gemacht. Ist, kann man sich schenken. So. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in das Spiel rein. Ich zeig's euch. So, Rezension haben wir noch, Entschuldigung. Das hätte ich nicht gedacht. Kleiner Tipp. Ein Tipp macht. Was ein Tipp macht, Flugmodus an, damit ihr ohne Werbung spielen könnt. Gut zu wissen, habe ich auch nie gewusst. Hätte nicht gedacht, dass es solchen Spaß macht und dann auch süchtig. Nur noch ein Versuch habe ich bestimmt gefühlt 100 Mal gesagt. Erinnere mich noch von Vibe an die guten alten Nintendo Games. Nur die Werbung nervt etwas in der Free-Version. Mega Update. Dann haben wir noch den ein oder anderen schlechten. Viel zu viel Werbung, ja, okay. Kann man auch mitleben. Wir gucken jetzt einfach mal rein in das Spiel. Vergessen. So. Da sind wir. Ich habe das Spiel, wie gesagt, schon eine Weile auf meinem PC, auf meinem Handy. Und habe schon ein bisschen gespielt. Das ist der erste. Das ist Sir Gilbert. Das ist der erste Charakter, den man hat. Der hat zum Beispiel so eine Fähigkeit, der hat ein Schild. Kann man draufdrücken. Widersteht irgendeinem Schaden. Also wir haben quasi pro Run einmal schadenfrei sozusagen. Ich habe dann schon freigeschalten, gibt es hier so eine. Was ist das? Wie heißen die, die auf dem Feld stehen? Heustrecke ist es nicht. Keine Ahnung. Es gibt dann so bestimmte Spinnenweben im Spiel. Wenn man da drauf geht, müsste man eigentlich eine Kombination eingeben. Erspart man sich als Skill. Hat der hier, braucht man nicht machen. Und er kann Einheiten in Gegner verwandeln. Gegnerische Einheiten. Der Vampir liebt Fledermäuse. Und die habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich spiele gerne. Ich komme echt nicht auf den Namen. Und ich zeige euch das jetzt einfach. Es ist einfach nur, ihr spielt mit den Fingern einfach über den Bildschirm switchen. So Eisflächen. Da ist immer Gold drin und das Gold, was ihr hier freischaltet, das behaltet ihr für später. Und damit könnt ihr dann Fähigkeiten verbessern und
mehr Charaktere freistellen. Sind so ein paar tricky Dinge eingebaut. So. Ihr seht schon. Ja, man muss manchmal aufpassen, was man macht. Die Münzen mal einsammeln. Oh, scheiße. Wechsel mal. So, jetzt haben wir 70 Meter sind wir gelaufen, haben 43 Münzen gesammelt. Und können jetzt einfach nochmal reingehen. Haben jedes Mal einen anderen Dungeon. Müssen natürlich aufpassen, wo wir hinlaufen, weil sonst sind wir gleich wieder tot. Ja, das war schlecht. Wann das los, ja. So, das ist jetzt diese Sie möchten berühmt-berüchtigte Werbung, wo der jederzeit sich von überall auf aufgeregt den hat in der globalen Rezension. Finanzmärkten handeln? 5 Sekunden und man macht sie weg. Fertig. Ist, denke ich mal, nicht so tragisch. Auf ein neues. Ja, manche Szenarien in den Dungeon wiederholen sich dann auch immer wieder, aber der Dungeon ist generell eigentlich an sich immer wieder neu zusammengesetzt. So, und jetzt die Fähigkeit. Wusch! Goldmünzen, die automatisch zu mir kommen. Das ist schön. So. Besonders tricky. Was halt auch immer noch so ist, sind so, wenn ihr zu lange braucht, kommen irgendwann von ganz unten jede Menge, wie heißen die Fledermäuse? Und die werden euch irgendwann töten, wenn ihr einfach zu langsam seid und nicht voranrennt. Kann man auch nicht verhindern, man muss halt einfach spielen. So. Mal die Fähigkeit einsetzen. Oh, das gab Zweiermünzen. Ja, die grünen sind Zweier, die einen sind einer. Ja, die gelben sind einer, die grünen sind Zweiermünzen. Es gibt die blauen, das sind glaube ich 5 und die roten sind 10er. Und da waren die Fledermäuse eben. So. Wollen wir uns nicht lange aufhalten. Man muss halt immer ein bisschen nachdenken, was man jetzt macht als nächstes. Dass man aus Versehen den Fehler macht und wo reinrennt. Da hat es fast geklappt. Münzen! Noch nicht zu weit nach unten, weil dann kommen die bösen Fledermäuse wieder. Da sind sie auch schon. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ja, blaue Münzen sind Dreier. Ist was. Oh, was sind das? Nein. 214 Meter und 185 Münzen. Ja, können wir mal gucken, können wir denn eigentlich was verbessern? Wir haben 1650 Münzen und können leider nicht den neuen kaufen, den Nathaniel, den hätte ich gerne mal gehabt. Wir können die anderen zwar verbessern, die Dings habe ich schon auf. Ich komme echt nicht auf den Namen, was ist denn los? Ja, den möchte ich nicht unbedingt spielen, den Zirkel, aber ich spiele über den. Ja. Ich habe das Spiel jetzt mal gesehen. Vielleicht ladet euch es ja runter, ist ein schöner Zeitvertreib für zwischendurch. Kann man haben, ist nicht viel Speicher. Schaut es euch ruhig mal an.